herzlich willkommen wieder bei Familie Spranger und den Shelties vom Ponyhügel. Jetzt habe ich unsere Lady hier, 4 Monate alt, richtiger Name, Queen Blue Lady. Und wir wollen mal gucken, dass wir sie ein bisschen hübsch machen und ob sie schon ein bisschen was lernt. So, und außerdem will die Katze auch noch mit aufs Bild. Das ist unsere Lilly ins Filmchen. So, jetzt kannst du mal ein bisschen zur Seite gehen, Lilly, sonst sieht ja keiner was. So, wir wollen mal ein bisschen kämmen. War jetzt im Garten. Und wie ihre Schwester Mary soll sie natürlich auch ein bisschen gekämmt werden. Schätzlein, so sieht doch keiner was. Okay, Sie sehen, unsere Hunde wachsen mit Katzen auf. Lieben Katzen, die die Welpen auch erziehen. So, draußen ist es nass und schmutzig und entsprechend ist das Fell auch nicht so schön. Ne? Du auch ein bisschen. So, komm mal hoch. Und wie schon bei ihrer Schwester will ich betonen, dass es ganz wichtig ist, den Welpen immer schön festzuhalten, damit sie auch auf keinen Fall vom Tisch springt. Lilly, bist schon ein bisschen im Wege. So, jetzt sehen wir noch die Bürste, damit sie schön kuschelig wieder ist. Zeig mal deine Beinchen. So fein. Prima. Ja, hier ist ein bisschen Erde. Na, solange das nicht ganz trocken ist, geht das auch nicht wirklich ab. So, hier greife ich wieder rum, dass sie schön stabil steht. Und dann sehe ich ganz erdige Hinterbeinchen. Wie kommt das denn? Ja. Gut, das lassen wir jetzt, weil das noch feucht ist. So, ich drehe sie auch mal um. Die Lady einmal auf den Rücken. Und gucke ihr nicht direkt in die Augen, um sie nicht zu verängstigen. So fein. Wollen wir dich ein bisschen hübsch machen. Auch von unten. Ne? Das ist wichtig, dass der Welpe sich von beiden Seiten schön bürsten lässt oder kämmen. Wenn sie groß sind und haben viel Fell, können sich gerade hier so unter den Ärmchen leicht mal Putzel bilden oder am Popochen. Und da müssen sie sich auch kämmen lassen. So, wieder hoch, mein Schatz. So, fein. Jetzt wollen wir mal bei der Lady auch gucken, ob die ein bisschen mitmacht für ein paar Leckerchen. Jetzt räumen wir erstmal die Bürste weg. Was habe ich denn da? Lady, sitz. Sitz. So, feine Maus. Prima. Ah, das üben wir ein bisschen, ne? So, habe ich noch mehr davon. Lady, steh. Stehe. Feine Maus. Prima. Bei uns ist immer wichtig, dass sich die Hunde auch auf dem Tisch wohlfühlen, weil sie auf der Ausstellung auch immer auf den Tisch gestellt werden. Lady, sitz. Sitz. Nein. Sitz. So, fein. Dann gibt's gleich was. Lady, steh. Super. Guck mal, feine Maus. So, habe ich noch mehr davon. Lady, sitz. Sitz. Ja, super. Guck mal, so fein. Lecker, lecker. Lady, Platz. 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 Ja, fein. Platz. Immer. Super. Lady, sitz. Sitz. Komm hoch. Sitz. Komm. Lady, sitz. Komm. Na, hoch mit dir. So, fein. Sitz. Prima, Schatz. Lady, Platz. Platz. So, feine Maus. Na, immer gleich, wenn sie schön macht, Leckerchen rein. Mit Stimme loben und alles, das macht man später oder mit Picker, wenn sie das mehr verstanden haben, was sie machen sollen. Lady, sitz. Lady, sitz. Komm. Sitz. Komm. So, feine Maus. Prima. Guck mal. Lady, steh. Steh.
Ja, super, fein. Schätzelchen. So, und das reicht für heute. Mit Welpen immer nur kurz üben. Lang können sie sich sowieso nicht konzentrieren. Lady Maus, sag tschüss, Lady. Tschüss.